Sehen Sie, Mr. Krabs, unser Anschlagbrett kommt doch toll an. Ja. Ja, das stimmt. Es bringt mich dem näher, was ich an unserer Gemeinschaft hier so schätze. Dass sie Geld ausgibt. Mal sehen, ob noch mehr nette Leute was hinhängen. Ah! Was schreist du denn hier so rum, sag mal? Gar nichts, ich schrei einfach gar. Ah! Geh da weg, Minion, du blockierst mein geldbringendes Anschlagbrett. Wenn ich in der Krossenkrabbe esse, krieg ich nur ein dunkles und leeres Gefühl in mir drin. Pista 7. Autsch. Ja, aber nicht auf meinem Anschlagbrett. Hey, Moment mal, hier gibt's keine Zensur. Auf so einem Anschlagbrett kann jeder sagen, was er will. Sie können nicht einfach was abhängen, nur weil Sie es blöd finden. Mr. Krabs, der Hippiefisch hat recht. Das Anschlagbrett ist heilig und verdient Respekt. Lieber Pista 7, es tut uns leid, dass sich deine Begeisterung über die Krossenkrabbe in Grenzen hält und wir versprechen uns noch mehr anzustrengen. Gezeichnet Bratfurie 139. So, Krise abgewendet. Hä? Krise abgewendet? Eher Krise blöd rausgeblubbert. Gezeichnet Typ neben dir 3. Hä? Blöd rausgeblubbert? Schlapplach? Was soll das überhaupt? Ich mach aus Matsch noch bessere Burger. Wo kommen all die Zettel her? Stifte Papier. Ich möchte den miesesten Teil meiner Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Warum nicht? Geben Sie Ihrem Hass neue Nahrung mit einem unserer vielen Speisenangebote. Wenn ich nur rauskriegen könnte, wer dieser Pista 7 eigentlich ist. Hallo! Pista 7 ist mein neuer Held. Hey, das bin ich! Na klar, wer sonst? Ihr habt echt einen Plan, wie man sich beschwert. Aber ich hab mich gar nicht... Pista 7 ist cool, weil er anonym bleibt. Oh, na klar. Er ist cool, weil er an so Nüssen feilt. Es mag einem nicht gefallen, was Pista 7 zu sagen hat. Aber eins muss man ihm zugestehen. Er ist authentisch. Er ist ein wahrer Held für unsere finsteren Zeiten. Ah, da müssen meine Krabbenburger eben noch besser werden, damit sie Pista 7 schmecken. Aha. Nein, sie sind noch nicht rund genug. Ach, vielleicht muss hier noch was weg. Nein, jetzt ist sie auf der Seite nicht im Wasser. Gut, dann muss hier wohl noch was weg. Jetzt ist sie kleiner als die da drüben. Oh nein! Hey, Thaddäus! Ja? Hat Pista 7 schon auf meine nette Notiz geantwortet? Oh ja, klar, das war schon vor Stunden. Warum hast du mir das nicht gesagt? Weil es mir am Tentakel vorbeigeht. Der ist für mich! Bratfurie 139? Wohl eher Heulsuse 139. Herzlichst, Pista 7. Diese ätzende Schmähschrift wird deinem Ansehen nicht gerade zuträglich sein, hä? Musst du das jetzt unbedingt sagen? Stimmt eigentlich. Am Anschlagbrett ist so etwas viel durchschlagskräftiger. Gezeichnet attraktiver Kerl 42. Du bist vielleicht attraktiv, attraktiver Kerl 42, aber du bist auch gemein. Ja, der war gut. Sagt man nach all der Zettelschreiberei, müsst ihr doch langsam Hunger haben. Und die Schlange an der Kasse ist ausnahmsweise kurz. Ach, es bin. Ich hab mein Essen dabei. Moment mal, ja? Von euch Anschlagbrettartisten kauft keiner mehr meine Burger? Warum sollten wir unser Essen in einem Laden kaufen, wo es, Zitat, stinkt wie nach verschwitzten Achselhöhle? Was? Das ist doch völliger Unsinn. Es steht auf dem Anschlagbrett. Und das Brett hat immer recht. Braucht ihr da nicht wenigstens einen Stift? Und wie ist es mit Papier? Was hast du denn? Es ist dieser Pista 7. Der sagt ganz schlimme Sachen über mich und die Krossenkrabbe. Also, ich glaube, das waren alles ganz gute Sachen. Was ist gut daran, wenn er sagt, die Krossenkrabbe gibt ihm ein dunkles und leeres Gefühl? Tja, vielleicht hat er damit ja gemeint, dass sein Magen ganz dunkel und leer ist und er Hunger auf mehr hat. Nein, ein Meister des beißenden Humors wie Pista 7 würde sich nie so unbeholfen ausdrücken. Er hat mich Heulsuse 139 genannt. Was, du warst die Bratfurie? Ja. Ach so. Naja, vielleicht fand er das einfach, lustig. Und als er gesagt hat, dass Krabbenburger wie alte Baseballhandschuhe schmecken... Das hat er auch gesagt. Nein, noch nicht.